Ganz fein. So eine liebe Maus, so früh am Morgen. Da ist auch ein extrem frühgeborenes und jetzt ist sie 7 Wochen alt, ist richtig groß geworden. Wenn Dr. Johansen über ihre kleinen Patienten redet, spürt man ihre Wertschätzung und ihre Liebe zum Beruf. Also der Christian wiegt heute 980 Gramm. Und was ist, wenn er 1000 auf den Rippen hat? Dann freuen wir uns alle sehr, weil wenn die Kinder 1000 Gramm knacken, dann sagen wir den Mamas, es gibt immer eine gute und eine schlechte Nachricht. Und die gute ist, ihr Kind nimmt gut zu, aber die schlechte ist, sie müssen einen Kuchen backen. Super. Genau, und dann freut sich das ganze Team. Seit 23 Uhr ist Jana Johansen pausenlos im Einsatz. Und heute hat sie auch noch mich im Schlepptau. Können wir eigentlich auch du sagen, oder? So in der Nacht, bin ich Jana. Axel. Schön. Arbeitet sich besser zusammen. Wir sagen eigentlich alle du. Wir, das sind hier auf der Frühchenstation im Stuttgarter Olgäle die Ärzte und Pflegekräfte. Bis zu 7 Mal im Monat machen sie Nachtdienst. Jana weiß, ohne ihre Kollegin aus der Pflege wäre sie ziemlich aufgeschmissen. Die anderen Pflegekräfte sind total wichtig, oder? Ihr spielt super zusammen, oder? Ohne Pia wäre es für sie schwierig, oder? Ja, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Pflege eben so nah ist am Kind und mir eben alles immer berichtet. Also Pia ist halt einfach viel näher dran. Ja? Ich habe insgesamt 14 Kinder, die ich hier im Auge behalten muss. Und da kann man gar nicht so nah dran sein, wie jetzt die Pia an der Kleinen dran ist und wie viel Zeit sie auch mit ihr hat. Wie viele Kinder haben Sie denn jetzt, Pia, zum Betreuen? Ich habe 2 zu versorgen diese Nacht. 2? Mhm. Nachtarbeit heißt tags drauf meistens müde, aber... Ich finde das Arbeiten in der Nacht, das habt ihr jetzt hoffentlich mitgekriegt, ist schön. Ja? Also wir sind ein super Team, wir können im Team oft viel besser zusammenarbeiten als tagsüber, weil wir einfach so am Patienten mehr arbeiten. Es ist weniger Bürokratie, das Telefon klingelt viel weniger als tagsüber. Mhm. Wir haben weniger Sachen im Büro zu erledigen. Und nachts ist eigentlich wirklich die Arbeit am Patienten im Vordergrund und das ist schön. Die Babys sollen zwar an den Tag-Nacht-Rhythmus gewöhnt werden, aber sie müssen auch nachts untersucht werden. Wir gehen zu Jannas Sorgenkind. Die Lea ist jetzt 3 Tage alt und sie ist aus der 24+2 Schwangerschaftswoche, aber ist extrem klein für ihr Alter, wiegt nur 300 Gramm. 300 Gramm? Ja. Mein Gott, Lea wiegt also ein bisschen mehr wie ein Päckchen Butter. Normal wäre 3000 Gramm, oder? Beim Reifenkind, ja. Kampf um Leas Leben, also Hilfeleistung statt bloßer Sterbebegleitung. Mit ihrem geringen Gewicht ist Lea fast ein Grenzfall. Aber Lea macht Fortschritte. Das macht dich schon stolz, oder? Wenn er die Lea auf den Weg bringt, oder? Jetzt macht sie super, man weiß nie, was morgen ist, aber sie ist sehr stabil für ihre frühe Woche und ihr sehr geringes Gewicht. Aber das ist noch ein ganz, ganz weiter Weg, den sie gehen muss, ja. Ja, sie ist einfach wirklich ein extrem unreifes Kind. Ja, so sieht man, die Füßchen sind gerade mal so groß wie meine Fingerkuppe. Ja. Wer entscheidet eigentlich letztendlich, ob man Hilfe leistet? Die Eltern oder die Ärzte? Ja, ich würde schon sagen, im Endeffekt sind wir das schon als Ärzte, aber es ist in den allermeisten Fällen im Konsens mit den Eltern. Also wir reden mit den Eltern, wir reden mit dem Gynäkologen, wir sehen uns das als im Gesamtbild an und dann entscheidet man in Grenzfällen zusammen. Ja. Aber also ab der 24. Woche wird eigentlich alles versorgt. Auf Jana und ihrem Team lastet eine unglaubliche Verantwortung. 6.03 Uhr. Aus dem Kreissaal wird der kleine Giuseppe gebracht. Seine Mama hatte einen Blasensprung und noch immer hohes Fieber, das sich auf ihren Sohn übertragen hat. Jana und die Geburtshelfer stellten fest, dass die Herzfrequenzen des Babys zu schnell sind. Deshalb Kaiserschnitt nach 27 Wochen. Ein reifes Kind kommt nach 40 zur Welt. Giuseppes Mama macht sich natürlich die größten Sorgen. Doch ihr Baby ist in besten Händen. Also die Situation verschlechtert sich jetzt ein bisschen. Ich muss noch mal gucken und würde dann noch dokumentieren für meine Übergabe nachher. Ich hoffe, ihr hattet eine spannende Nacht mit uns. Es war jetzt am Schluss doch ganz schön aufregend. Heftig, ja. Und viel los. Ich hoffe, es geht alles gut mit dem Kleinen. Drücken wir ihm die Daumen. Ja. Vielen Dank. Gerne. Schön, dass du da warst. Und morgen gehst du früh ins Bett, oder? Morgen komme ich wieder. Also heute Abend komme ich wieder. Unglaublich. Lebensretterin, Lebensschenkerin. Vielen Dank, Gerne. Jana. Danke. Ciao. Ciao.